Okay. Die Frage ist, komme ich hier wieder raus? Wobei, warte mal, wir haben noch, wir haben hier noch, können wir? Wir können einschlagen. Warte mal. Ich kann dem Engel doch nun wirklich nicht die Hände abhacken. Ich löse das Problem lieber auf meine Weise, kompliziert und am Rande der Nachvollziehbarkeit. Warte mal. Ich glaube, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn Nate nicht in den anderen Raum reinkommt, schicken wir ihn mal hier nach unten. Und Vieh. Ach nee, Vieh kann ja gar nicht. Wie kriegen wir Vieh dazu? Vieh muss das Ding unten mitnehmen, richtig? Muss ich die wieder nach oben schwimmen lassen? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Weil Nate kommt nicht, oder? Warte mal. Wir kommen als Vieh, kommen wir hier überhin. Können wir das Ding durch Vieh abhacken lassen? Also abhebeln? Ich weiß es gar nicht. Kann der sowas? Ach, siehst du, mit der Leiter kommen wir auch noch weg. Ah, ich verstehe. Moment. So. Dieses eine Bild hier Nimm oben. du. Nee. Wo ist das? So. Dann geht er jetzt wieder durch. Und geht hier durch und geht da durch und geht die Treppe hoch. So, hier durch. Und kannst du? Wir tauschen das Bild aus. Wir tauschen das Bild aus. Oh, Oh, Entschuldigung. So. So. Können wir? Da. Dann flöten wir das Schwein an. der Rahmen des Bildes ist so groß, dass ich das Gemälde mit der Kugel einfach hineinstellen kann. Okay, rausgenockt. Wir haben jetzt ein weißes Gemälde. Hier Grundlage. Das ist auch gut. Ein brauchbarer Hintergrund für mein erstes Meisterwerk. Okay. Dann nehmen wir das Meisterwerk, stellen es hier rauf, nehmen den Pinsel und fangen an zu malen. Oh, die Muse hat mich geküsst. Ich zeichne die Umrisse grob mit diesem Stück Holzkohle auf die Leinwand. Nun muss ich nur noch die Flasche und die Trauben abmalen. Und zwar nicht zu grob, sonst nimmt das Porträt sie nicht an.
Mhm. Ah, okay. So detailliert geht das gar nicht hier. Oh. Das sieht fast echt aus. Der Korken. Und, achso, das ist weiß, ne? Wo das hin? Ich habe keine Ahnung. So. Schön sieht das aus. Ich glaube, das ist verkehrt, ne, was ich hier mache. So. Oh. Das Ei sieht doch fast perfekt aus. Oh, Musik. So. Also fast, ne? Ach, der untere Rand vom Tisch ist weiß. Der hier, wa? Namen in die Weiburger, Namen dreht. Ist das hier weiß? Ich hab keine Ahnung. Das sieht doch fast perfekt aus, oder? Oh, hier die oh. Abend. Nee, falsche Farbe. Das ist doch richtig hier, oder? Oh. Oh, besser? Wie ist denn das jetzt? Tada! Fertig. Hm, gar nicht mal so übel. Oh. Da läuft einem direkt die Ölfarbe im Mund zusammen, oder? Aber so richtig. Naja, ich kann zumindest erkennen, was es sein soll. Oh. Und muss nicht fürchten, dass es etwas schon einmal Gegessenes darstellt. Oh. Also schön. Stelle das Gemälde zurück auf die Staffelei. Ich werde mir dann davon nehmen. Wohl bekomm's. Und was ist mit dem verwinkelten Metallstück? Es befindet sich in einem Geheimfach hinter einem Gemälde oben in der Galerie. Dort oben hängen hunderte von Bildern. Es ist unser einziger Manet. Du bist mit seiner Arbeit vertraut? Nicht so richtig. Es ist aus seiner tragisch-ulkigen Periode. Hä? Der Clown. Der weinende Clown. Ah. Du,
musst ihm ein Passwort sagen. Kuddel-duddel-doing-doing. Was? Was? Kuddel-duddel-doing-doing. Nein, ich bin nicht Tobi Warnd. Definitiv nicht. Also das wüsste ich. Aber ich bin so der Allerwelts-Einheitstyp. Öffne Geheimfach, gucken wir mal. Kuddel-duddel-doing-doing. Was? Und das Passwort. Kuddel-duddel-doing-doing. Du hast mit Alistair gesprochen, oder? Es gibt kein Passwort, oder? Kuddel-duddel-doing-doing. Doch natürlich gibt es eins. Du musst dabei nur noch tanzen und einen grünen Hut tragen. Ich bring ihn um. Nun gib mir schon das Metallstück. Warum leuchtet die Nase? Oink, oink. Ich mag keine Clowns. Ich auch nicht. Ich mag auch keine. So, ab, durch. Jetzt haben wir alle beiden Metallstücke. Rein damit. Na, das sieht doch seltsam aus. Nein. 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 Vielleicht. Nein. Oh ja. Das ist doch perfekt. Ist das nicht perfekt? Was mache ich jetzt damit? Kann ich angucken? Die Tischplatte hat insgesamt 3 Vertiefungen und sie lässt sich drehen. Also, ist immer speichern. Egal. Ich habe hier noch eine Leiter, die kann ich da bestimmt hier rüberhängen. Das hat er ja selber erwähnt, ne? Dass draußen eine Leiter steht. Okay, dann können wir jetzt hier rüber, glaube ich. Irgendwo dort hinten muss das Büro des Erzmagiers liegen. Ja. Wenn es hier irgendwo magische Artefakte gibt, dann dort. Okay, na dann rüber mit dir. Die Tür ist durch einen Mechanismus. Nee, ach so. Das wird interessant. Falsch geklickt. Boah! Oh. Ah, okay. Ich glaube, ich muss noch mal... Moment, dann weiß ich, was... Arme hoch, Kreuz. Ich denke mal, ja. So, was haben wir? 3 übereinander angeordnete Steintafeln. Mhm. Die Mona Ork. Nee. Das war. Das war. Ich geh nochmal gucken. Okay. Jetzt aber. So, nochmal. Das passt. Das hier ist, glaube ich, verkehrt. Oh. Na also. Das flutscht ja. So, rein da.
Ah, den Raum kennen wir. Das ist es. Das muss das Büro des Erzmagiers sein. Wenn es in dieser Stadt irgendetwas gibt, mit dem wir uns vor Munkus Magie schützen können, dann ist es hier. Hallo, Apokluter. Ich weiß auch nicht. Irgendetwas, das wertvoll und magisch aussieht, wie... Wie? Wie dieses Zepter da. Welches Zepter? Ach, das da. Oh. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Okay, eine Wachblume. So, was haben wir hier? Ein Apparat. Das Wasser köchelt, wird zu Wasserdampf, kondensiert im Schlauch und tropft in den Glasflakon. Eine Art alchemistische Versuchsanordnung. Ich würde nicht wagen, einen Tipp abzugeben, was hier gebraut wird. Bier. Das Wasser köchelt, wird zu... Okay. Was haben wir hier? Eine Pfeife. Wahrscheinlich können wir damit Pfiffi ranpfeifen. Eine Trillerpfeife oder sowas. Warum wurde sie hier hingehängt? Vielleicht hat sie etwas mit der Wachpflanze zu tun. Oh. Sorry. Eine Pfeife, die nur Freaks hören können. Nur Freaks? Was haben wir hier? Strickzeug. Wolli, hier ist Strickzeug. Schon wieder Strickzeug. Ich muss da einen Trend verpasst haben. Hast du. Können wir mitnehmen. In lila. Die Wolle ist weich und warm. Dafür nicht sonderlich reißfest. Ich nehme 2 Knäuel mit. Also komischerweise lagen da 2 lila Knäuel, ja? Und jetzt habe ich einen grünen und einen orangenen Knäuel. Bisschen Beschiss. Können wir da hinten ran, ohne dass uns die Pflanze... Okay, nein. Das Buch ist sogar noch dicker als das, was ich mal gelesen habe. Wüsste ich, wie man es bedient, könnte ich die Sterne beobachten. Und würden mich die Sterne interessieren, würde mich das freuen. Erstmal wieder. Ah, nee, das Aufpusten war ja nicht möglich. Was haben wir hier noch? Oh. Ich bin so geschickt. Lea, bist du's? Ah! Komm, gib's Vieh. Da. Zieht er das auf, wenn wir pfeifen? Warte mal. Können wir das aufsetzen? Ach, gib schon her. Du bist ein Feigling. Hä? Also gut. Was jetzt? Mit dem Ding auf den Ohren sollte ihr das Hören schwerfallen. Vorausgesetzt, ich habe die Ohren getroffen. Was bringt mir das jetzt? Ich dachte, Vieh sollte das aufsetzen. Ich war nie ein Bücherwurm. Learning by doing ist mein Motto. Aber als Erzmagier kann man sich das wohl nicht erlauben. Oder hört sie jetzt nicht, dass wir hier langlaufen? Also gut, jetzt muss ich mich nur leise an ihr vorbeischleichen. Ah. Okay, sie riecht. Sie riecht. Riechen. Können wir dadurch wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Layla und die anderen brauchen uns.
Schon ein seltsames Gefühl, wirklich gebraucht zu werden. Oh. Nicht so toll, wie man es sich vorstellt, denn was ist, wenn man versagt? Ach, die tiefgreifenden Fragen. Er kommt da. Die Blume bräuchten wir. Vielleicht ist die Blütenpracht nur deswegen so üppig, weil niemand die Pflanze dort oben erreichen kann. Keine Chance. Sie ist zu weit weg. Können wir... Nee. Und wir kommen ja hier nicht durch, ne? Nee. Der Turm hat was gegen mich. Warte mal, wir gehen mal unten hin. Da war die Pflanze. Ne, ist genauso weit weg. Ah, hier spielt er ja für sich. Blumen in einem fliegenden Blumentopf. Ich behaupte, da ist Magie im Spiel. Er spielt immer direkt gleich. Vieh ist der Einzige, der durch die anderen Räume kommt. Kommt da nicht ran. Ach Gott, ach, der ist schon beim Weinen. Kuddeldoddeldoingdoing, was? Ach ja, wenn man den ganzen Tag hier herumhängt, muss man lernen, sich zu unterhalten. Ja, ich fand das auch ganz super. Ich suche nur noch eine Flasche Terpentin, dann zeige ich dir mal, wie lustig ich es fand. Darüber macht man keine Scherze. Geht die vielleicht? Kommt er nicht ran? Oh, Moment. Wenn wir nicht rankommen... Seil anfangen und noch den Handschuh? Ich probiere es erstmal mit Seil. So. Für dich. Dann. So. Wieder den ganzen Weg nach oben. So. Nate pfeift sich das Ding hier runter. So. Vieh. Es scheint zu gehen, okay.
Und jetzt die Blüten. Ausgezeichnet. Kommst du dir auch so schmutzig vor? Nee. So, warte mal. Blüten. Damit lenken wir den Geruch ab. Dass das, die andere Pflanze uns nicht riechen kann. Danke. So, das heißt, wir gehen jetzt damit. Und so. Was soll ich schon tun? Hey, wir haben eine von euch gefangen genommen. Hier ein kleiner Beweis, dass wir es ernst meinen. Das wird nichts. Okay, können wir so jetzt hingehen? Was für fantastische Mächte das Zepter wohl hat. Vielleicht wendet es jeglichen Schaden von seinem Träger ab. Oder es lässt einen Frauen verstehen. Die Pflanze ist verdammt wachsam. Ich weiß nicht, wie ich unbemerkt zum Zepter gelangen soll. Nee, das kommt da nicht rein. Was soll ich schon tun? Hey, wir haben eine von euch gefangen genommen. Hier ein kleiner Beweis, dass wir es ernst meinen. Das wird nichts. Das hast du gesagt. Oh, warte mal, hier funktioniert's auch. Fülle die Blüten in den Kessel. Das hast du gesagt, Lutanda. In Ordnung. Die Blüten kommen ins Wasser. Aha. Das Wasser, das in den Flakon tropft, verfärbt sich langsam. Ich glaube, das war's. Okay. Riecht gut. Unten in der Stadt könnte man das sicherlich teuer verkaufen. Tja. Obsession Number One. Ich glaube kaum. Das Ding riecht schon nach Pflanze. Auf uns selber? Was für fantastische Mächte das Zepter wohl hat. Vielleicht wendet es jeglichen Schaden von seinem Träger ab. Oder es lässt einen Frauen verstehen. Oder müssen wir damit... Warte mal, vielleicht müssen wir Vieh damit einsprühen. Wo ist Vieh? Da ist Vieh. So, hier drüben. So, Vieh. Halt mal still, ich will dich mit dem Blütenextrakt einsprühen. Ach, stell dich nicht an, du wirst wie der junge Frühling riechen. Nun komm schon, denk an Layla. Na also. Hat sie selber Pudor besprüht. Pudor? So, jetzt? Hey. Geh weg! Ich will nicht. Nein heißt nein. Oh. Das war in letzter Sekunde. Na gut. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. Ich hoffe, das Ding ist wirklich magisch und ich kann es auch bedienen. Was zum... Oh nein, nicht sie. Oder doch? Cool, das sollte uns weiterhelfen. Na, wie haben wir das gemacht? Hockelick. Du sagst es. Zurück in die Nordlande, da werden selbstlose Helden gebraucht. Aber selbstlose... Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.